Was ist denn? Warum machst du denn so ein saures Gesicht? Ich? Ja. Mach doch kein saures Gesicht. Nein, da vertäuschen Sie noch, Herr Weininger. Es ist bloß, der Steiner hat einen Fall für Sie. Ein Fall? Vom Steiner? Ja, dieses Wochenende sind wieder 17 Blumendiebstähle gemeldet worden. Und alle auf dem Zentralfriedhof. Von den Dieben fällt jede Spur. Und jetzt steht sich heute Herr Oberinspektor höflich bitten, ob Höflich bitten? Der Steiner? Ja. Wir wissen doch Bescheid, Herr Direktor, und diskret sind wir vom Beruf. Ja. Sie können mir glauben, Herr Steiner, ein Mann in meiner Position und eine kranke Frau, die... Ja, es ist nicht leicht, wirklich nicht. Naja, vielen Dank, Herr Steiner. Bitte. Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre verständnisvolle Haltung. Wiedersehen. Wiederschauen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du sag mal, Fröschl, der feine Herr, den der Steiner gerade vorhin verabschiedet hat, so als wär's seine Morgengymnastik, das war doch der Herr... Bankdirektor Martin, ja? Dörner Bank, ja. Steinreich, aber schwer geprüft. Wieso? Einbruch? Nein, der ist ja wegen seiner Frau da. Ah. Die ruft doch schon seit 3 Jahren dauernd bei uns an. Die hört immer so Stimmen und bittet uns um Hilfe gegen irgendwelche Leute, die sie heimlich quälen angeblich. Der Herr Oberinspektor Steiner hat vor 2 Jahren den Fall schon behandelt und abgeschlossen. Und er kommt trotzdem immer noch aufs Amt, der Herr Bankdirektor. Obwohl der Fall abgeschlossen ist. Naja, der kommt halt jetzt mal, wenn seine Frau wieder angerufen hat, um sich beim Herrn Oberinspektor Steiner zu entschuldigen. Vielleicht, weil es ihm so peinlich ist. Mhm. Weil es ihm so peinlich ist? Ja. Ja. Und deswegen kommt er da und gelaufen. Du sag mal, Fröschl, ja? Wenn dir was so peinlich ist, zum Beispiel, dass du mich auf den Friedhof schicken sollst, ne? Na, dann versuchst du doch sicher eher, dich zu drücken, oder nicht? Also pass auf, bringst mir Nachmittag einen Arm voll holländische Tulpenstreuße in meine Wohnung. Aber dass ein bisschen nach was ausschauen, gell? Na, hat der Weininger den Friedhof abgelehnt? Im Gegenteil, er ist bereits unterwegs. Na, sehen Steiner, er ist gar nicht so störrisch. Was soll ich dazu noch sagen? Ein Dickkopf bleibt er doch. Und das Katzenfell? Haben Sie auch ausgezogen? Marant Josef, was soll denn das noch mit Ihnen werden? Sie stehen im Zug, Sie reißen das Katzenfell runter. Sie trinken heimlich Kaffee. Und ich bin nachher schuld, wenn Sie vor Kreuz will sterben, gell? Sie sind unschuldig, Frau Burgmüller. Ich schwör's Ihnen. Das lasse ich sogar auf meinen Grabstein schreiben. Und heute Abend dürfen Sie meinetwegen mit den Adlerfarmpackungen anfangen. Sind Sie jetzt zufrieden? Wenn er nur hilft, der Adlerfarm. Gell, ich hab ihn heute von meiner Basis unter Lausach. Ja? Sie hat ihren Mann damit gerührt. Aha. Und jetzt fühlt er sich wie ein Jüngling. Nein. Gestorben ist er. Was? Und da wollen Sie mir jetzt den Schmarrn? Spekter. Gestorben ist er natürlich an was anderem. So. Aber bin ich schon beruhigt. Ja, aber jetzt sagen Sie mir mal eins. Was soll denn der ganze Staat? Ja, mei. Einen vornehmen Besuch muss ich halt machen. Ganz privat. Bei der Frau Bankdirektor Martin. Was? Bei der Frau Bankdirektor Martin? Hm. Was Sie nicht sagen. Ja, wieso? Kennen Sie die Frau Martin? Na, Sie nicht. Aber der Herr Direktor Martin, das ist doch ein ganz bekannter Mann von der Dings, von der Hei, Hei. Hei, hei, so sei er die. So, ja, ja, das ist er. Aber Sie, geht, das weiß man doch. Der hat doch einen kleinen Sparen. Wegen der brauchen Sie sich nicht so schön machen wie zu einer Hochzeit. Heute, Frau Burgmüller, sagen Sie das nicht. Ich war heute schon in der Klinik bei einem Irrenarzt. Also mit denen Psychopathen. Mit denen was? Psychopathen. Ja, mit denen muss man ganz besonders nett sein. Tja, da kommt man nur mit Einfühlung weiter. Die haben nämlich immer das Gefühl, man hält sie für narrisch. Und dann lassen sie sofort die Jalousien runter. Da hat er mir ein Buch mitgegeben. Sehr interessant. Jetzt doch alles nix. Also, wenn's mich fragen, da gehen die alle in eine Anstalt, da geht ihnen nix ab. Die bilden sich ja allerlei ein. Und nachher glauben sie natürlich, sie hätten eine Verbindung mit Jenseits. Die halten sich ja in ihrer gotteslästerlichen Dummheit für Heilige. Na, was wollen's denn? Sowas kommt doch auch bei Normalen vor, oder? Grüß Gott, Herr Weininger. Grüß dich, Herr Fröschl. Ja, Herr Weininger. Sie haben an meinen Namenstag gedacht. Was hab ich? Natürlich habe ich an Ihren Namenstag gedacht. Ja. Pass auf, jetzt tust du dabei die Blumen in der Vase und schütten den Saft von den Flaschen ins Wasser, dann halten sie länger. Also, dem Martin ist die Geschichte mit seiner Frau peinlich, sagt er. Freilich? So, ja, warum schreien das dann in alle Welt raus, dass seine Frau blüm, blüm, ne? Sogar die Burgmüllerin hat es gewusst. Okay. Ja, also pass auf, Fröschl.
Die Streis, die bringst du jetzt nachher auf den Zentralfriedhof, verstanden? Wird gemacht, Herr Wanninger. Wer ist denn eigentlich gestorben? Gestorben? Auf die Gräber, wo die Blumen gestohlen worden sind, sollst du das hinbringen, damit endlich einmal das Gejammer aufhört. Sehr gut. Also vorläufig sieht man noch nichts. Aber das wird schon noch. Ja, mich müsst ihr entschuldigen, ich muss leider gehen. Wie sagt das Sprichwort? Gut Ding. Hat Eile. Ja. Und du, Fröschl, du bringst mir nachher das Buch in mein Büro. Ja. Grüß Gott beieinander. Wiederschauen, Herr Wanninger. Jetzt hat er doch meinen Namenstag vergessen. Wanninger ist mein Name. Ich möchte zur Frau Direktor Martin. Die ist nicht zu Hause. Was wollen Sie denn von ihr? Kommen Sie von der Polizei? Nein, nein. Aber ich muss Sie sprechen, unbedingt. Ich weiß vielleicht etwas über die Stimmen, von denen sie verfolgt wird. Ach, wirklich? Kommen Sie rein. Ich bin selber. Grüß Gott, liebe Frau. Bitte wollen Sie näher treten? Vielen Dank, gnädige Frau. Wollen Sie Platz nehmen? Danke. Da habe ich Ihnen auch ein paar Blumen mitgebracht. Blumen? Zu liebenswürdig. Vielen Dank. Hat das Ihr Sohn gebastelt? Ich habe keinen Sohn. Wie kommen Sie darauf? Verzeihung, ich habe nur gemeint, wegen dem Flugzeug. Ach so. Das ist ein Hobby meines Mannes. Nein, bitte nicht anfassen, sonst wird er böse. Das ist ein ganzer Stolz. Er hat irgendwie eine Meisterschaft damit gewonnen. Ah. Ihr Herr Gemahl bastelt sowas selber. Interessant ist das. Warum? Was wissen Sie von meinen Stimmen? Ja, bis jetzt leider noch nichts. Aber das ist so. Meine Haushälterin. Die wurde auch immer von irgendwelchen Stimmen belästigt. Und da hat sie mich gebeten, ihr zu helfen. Na ja, und da habe ich mich dann einmal in ihr Zimmer gesetzt, ganz allein, und habe mir die Stimmen angehört. Ja, und sehen Sie, wenn ich mir Ihre Stimmen auch einmal anhören könnte, ich glaube, ich wüsste vielleicht ein Mittel. Glauben Sie? Na ja, es käme auf den Versuch an. Ich verstehe nämlich was davon. Ich müsste natürlich erst einmal wissen, sagen Sie, kommen Sie eigentlich oft, diese Stimmen? Fast täglich. Gerade als Sie geläutet haben, waren Sie noch da. Aber lassen wir das. Sie dürfen doch. Natürlich, wenn es niemand sieht. Als ich geläutet habe, haben Sie gesagt. Ach, dass mir auch das noch passieren muss. Entschuldigen Sie bitte, ich habe jetzt so selten Gäste. Das sind diese Stimmen, mit denen werde ich nicht fertig. Tag für Tag immer dasselbe. Sind zwar nur ein paar Sätze, aber immer dasselbe. Können Sie sich vorstellen, wie einen das aufreibt? Ja, ich verstehe schon. Das war bei meiner Haushälterin ganz genauso. Das sind Tote. Die dringen in meine Wohnung ein. Und die unterhalten sich untereinander über mich, als ob ich auch schon tot wäre. Als hätte ich mich umgebracht da drüben in der Garage. So, jetzt wissen Sie alles. Schlimm ist das. Unverschämt ist das, einem solche Sachen einzureden. Niemand glaubt mir. Man lässt mich allein. Niemand hilft mir. Ich rufe meinen Mann an. Er sagt, ich soll nicht auf Sie hören. Ich rufe bei der Polizei an. Aber keiner kommt. Man lässt mich einfach im Stich. Ich höre mir diese Stimmen an. Aber Sie müssen tun, was ich sage, ja? Wann? Noch heute? Nur Geduld, gnädige Frau. Vielleicht morgen oder übermorgen. Ein bisschen arrangieren müssen wir die Sache schon. So, so. Der Herr Wanninger befasst sich mit Psychopathologie. Was hat denn das mit Friedhofsblumen zu tun? Ja,
Das kann ich nicht sagen, Herr Oberinspektor. Ich verstehe nichts von Psychopathologie. Beleidigt ist er, weil man ihm diesen Anfängerauftrag angehängt. Das ist doch klar, er bockt. Aber so geht das nicht weiter. Jetzt hat man ihn schon ZBV gemacht. Ach, bei mir sind Sie. Ich habe Sie schon überall gesucht. Was ich Sie fragen wollte, Herr Steiner, vom Waldfriedhof ist noch keine Beschwerde gekommen. Nein, nur vom Zentralfriedhof. Ich dachte schon, Sie wünschten sich mit diesem Fall nicht weiter zu befassen. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Im Gegenteil, ich bin ja schon mittendrin. Sehr erfreulich. Haben Sie denn schon einen Anhaltspunkt? Ja, natürlich. So. Gestohlen wird nur auf dem Zentralfriedhof. Aha. Um Himmels Willen, es ist schon 16:30. Was? Also, Fröschel, bis heute Abend. Ich muss nämlich sofort nach Denning. Nach Denning? Wozu denn das? ZBV. Zum persönlichen Vergnügen. Dort treffen sich nämlich die Modellflieger. Und sowas suche ich schon lang für meine alten Tage. Wie sagt man doch gleich? Sport am Abend, erquickend und labend. Zum Modellfliegen will er. Nach Denning. Also das möchte ich sehen. Wenn der Wanninger mit seinem Kreuz im Wind steht und in den Himmel stiert. In der Hand halten. Das ist also so eine Art Sendestation für Flugzeuge. Ja, wenn Sie so wollen. Und im Flugzeug sitzt ein Empfänger, der den Elektromagnet ein- und ausschaltet. Das ist aber sehr interessant. Das haben Sie alles selber gebastelt. Ja. Oje, die scheint mit ihrem Vogel Pech zu haben. Übernimm doch mal einen Augenblick. Na, wo fehlt's denn, Fräulein Berike? Ach, ich weiß nicht. Ich kann machen, was ich will. Das Ruder rührt sich nicht. Na, vielleicht ist er nicht eingeschaltet. Darf ich bekannt machen? Herr Wanninger. Fräulein Berike, Sekretärin bei der Donnerbank. Sehr angenehm. Ist diese Fliegerei nicht ein bisschen langweilig für Sie? Nein, es bringt mir Spaß. Tatsächlich, es war gar nicht eingeschaltet. Komisch, auf die einfachsten Dinge kommt man oft nicht. Sie sind aber auch nicht von hier. Nein. Es bringt mir Spaß. Wie reizend das bei Ihnen klingt. Jetzt sagen Sie bloß noch, dass Sie dieses komplizierte Ding da selber gebastelt haben. Fräulein Berike hat sogar ein neues Schaltsystem erfunden. Nein, meine aufrichtige Bewunderung, Fräulein Berike. Ich wollte es nicht mal selber probieren. Nein, nein, nein. Mir reicht's schon, wenn mein Chef ab und zu in die Luft geht. Grüß Gott, Herr Wanninger. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nur so spät stehe, aber ich habe jetzt die Akte heimlich inspiziert. Sieh, der Martin ist tatsächlich fast 10 Jahre jünger als seine Frau. Ja, ja, die Bank läuft noch auf ihren Namen. Es liegt auch ein ärztliches Gutachten vor. Ja, Einweisung in eine Anstalt wird nicht empfohlen. Aber vor einem Jahr hat sie schon einmal einen Selbstmordversuch unternommen. Ja, in der Garage. Mein Nachbar ist zufällig vorbeigekommen. Ja, also gute Nacht, Herr Wanninger. Und vergessen Sie mal vielleicht nicht auf die Friedhofsblumen. Bediene sie ihn nur. Was kosten die? 6 Marktstraße. Was? Die sind aber nicht billig. Dafür, dass sie schon so alt sind, die Tulpen. Geh, sind Sie doch so nett und geben Sie mir eine Quittung fürs Finanzamt. Vielleicht kann ich es abschreiben. Ja. Ja, sehen Sie selber. Ja, hier ist nochmal Wanninger. Hören Sie zu, kommen Sie doch am besten gleich, ja? Nein. Lass uns doch den Wagen in der Garage bei dem Verkehr. Ich schicke Ihnen ein Taxi vorbei. Einverstanden. Aber Sie dürfen auf keinen Fall zu jemandem was sagen. Sonst klappt's nicht. Ja? Aber wenn ich Ihnen sage, Herr Direktor, er macht sich lustig über uns. Da, ZBV hat er auf diese Rechnung geschrieben. Das ist schon gut, Steiner. Sie wissen, ich habe da meine eigene Ansicht. Bestimmt wieder ein Anruf wegen dieser Friedhofsblumen. Der 20. heute.
Also, du weißt jetzt Bescheid. Ja, ich soll ein betrübtes Gesicht machen, wenn ich es ihm sag. Ja, jetzt geh schon, sonst kommst du noch zu spät. Also, ich muss schon sagen, Herr Wanninger, es ist eine Zumutung. Frau Burgmüller, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ja, ich weiß schon. Meinen Sie, ich bin blind? Aber bitte schön, ist ja Ihr Kreuz, ne? Hart sind Sie heute wieder mit mir, sehr hart. Ja, aber eigentlich war es ja ganz was anderes, was ich Ihnen gestehen wollte. Die Frau Martin muss jeden Augenblick kommen. Und um mich bei Martins einzuführen, habe ich gesagt, ich hätte eine Haushälterin und die ist auch ein bisschen blemblem. Herr Wanninger, haben Sie das geglaubt? Ist das wahr? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe es ja auch nur so gesagt. Nein, also Herr Wanninger, das habe ich nicht um Sie verdient. Die Frau Burgmüller, ist ja bloß für eine Stunde. Ich schlafe dafür heute Nacht auch auf dem Brett, das Sie mir da hingerichtet haben. Also dann will ich mir's überlegen. Ja, wissen Sie, Sie tun mir einen großen Gefallen. Sie helfen mir und der Frau. Jetzt sind wir sozusagen verbündet. Also gut, aber nur für eine Stunde. Aber es ist so eine Zumutung. Ja, ja, aber sorgen Sie dafür, dass Sie nicht vor einer Stunde wegläuft. Ja, ja. Herr Direktor Martin, grüß Gott. Hier Inspektor Wanninger. Ich habe leider eine sehr betrübliche Nachricht für Sie. Ja, am gescheitesten wäre es, wenn Sie gleich einmal aufs Präsidium kommen. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich Sie mir ganz anders vorgestellt. So dumm kann man manchmal sein, gell? Aber bitte schön, kommen Sie doch herein. Grüß Gott, gnädige Frau. Grüß Gott, Herr Wanninger. Hier sind jetzt die Schlüssel, Herr Wanninger. Das ist nett, ich danke schön. Und ich bin Ihnen ja so dankbar. Sie machen sich solche Mühe mit mir. Langsam, Frau Direktor. Erst einmal abwarten, ob auch was dabei rauskommt. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein netter Mann, der Herr Wanninger. Und sagen Sie, Sie hat das schon von Ihren Stimmen befreit? Ja, mei. Bitte schön, kommen Sie doch herein. Bitte schön, Herr Direktor, wenn Sie hier reinkommen wollen. Der Herr Inspektor Wanninger hat noch was zu erledigen, aber vielleicht können Sie inzwischen Platz nehmen. Ja, ich bin natürlich in einer schrecklichen Aufregung nach diesem Anruf. Das werden Sie verstehen. Ja, ja, das verstehe ich schon. Sagen Sie, Sie können mir nicht sagen, worum es sich eigentlich handelt. Wenn Sie sich nur einen Augenblick gedulden, es wird gar nicht mehr lang dauern. Das Telefon kommt mir nicht vom Ohr mit diesen verdammten Friedhofsblumen. Wo steckt denn dieser Wanninger schon wieder? Oh, Herr Direktor Martin, was machen Sie denn hier? Guten Abend, Herr Steiner. Ein Herr Wanninger hat mich hierher gebeten. Ich soll hier auf ihn warten. Ein Herr Wanninger hat Sie hergebeten? Und ja. Ich weiß von nichts. Haben Sie am Ende mit diesem Blumendiebstahl am Zentralfriedhof zu tun? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Am Telefon sagte er, es sei etwas mit meiner Frau. Ach, Moment mal bitte. Ja, hier, Steiner. Sagen Sie, ist der Wanninger noch im Haus? Nein. Und Fröschel? Versuchen Sie, ihn sofort zu finden. Er soll sofort herkommen. Ich bin natürlich sehr erregt, Herr Steiner. Das können Sie verstehen. Und bei mir zu Hause meldet sich auch niemand. Ja, können Sie mir denn nicht endlich sagen, was... Es tut mir entsetzlich leid, Herr Direktor Martin, aber Sie sehen ja selbst. Wollen Sie sich bitte noch einen Augenblick gedulden. Ich bin gleich wieder zurück. Fröschel! Fröschel! Meine Kinder bekamen so, ihr Mann hat sie gehasst. Ja, das war für sie die beste Lösung. Was? Ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Doch, die Frau Martin. Ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Dort, die Frau Martin, geborene Dörner, kennst du die? Zeit vergeht. Unter den Auspuffen der Garage ist mein Tier. Ich kann dir. Bitte, Herr Brat 114. Hallo, Fröschel. Ja, alles in Ordnung. Jetzt kannst du es dem Herrn Martin sagen. Also, das muss ich mir lassen. Verrückt war sie. Keine Kinder bekam. Also, Herr Direktor, ich muss Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Was ist los? Was ist mit meiner Frau? Na, das ist so. Der Herr Inspektor Wanninger kam bei Ihnen vorbei, es war aber niemand zu Hause. Dann hörte er in der Garage den Motor laufen. Er ging hin, machte die Tür auf und da lag dann ihre Frau. Tot? Selbstmord.
wie es ausschaut. Mein herzlichstes Beileid, Herr Direktor. Wenn ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein kann. Tja, Sie werden verstehen, dass ich jetzt keinen anderen Wunsch habe, als mich zurückzuziehen. Selbstverständlich, Herr Direktor. Bitte schön. Fröschel, ich suche Sie im ganzen Haus. Was war mit Direktor Martin? Ist er schon weg? Ja, ja, gerade habe ich es ihm gesagt. Was? Was haben Sie ihm gesagt? Na ja, dass seine Frau Selbstmord begangen hat. Was? Tot und ich weiß von nichts? Na, keine Rede davon, nur der Herr... Was? Also nicht tot? Na, nixen. Sie haben also Herrn Direktor Martin derart belogen? Das ist ja ungeheuerlich. Aber bitte, Herr Oberinspektor, lassen Sie sich doch erklären. Der Herr Wanninger hat... Belogen haben Sie ihn? Und da wagen Sie noch mir etwas zu erklären? Was wird hier eigentlich gespielt? Sie und Ihr Mann hat Sie gehasst. Ja, es war für Sie die beste Lösung. Das muss man ihr lassen. Verrückt war sie, keine Kinder bekam sie. Nicht. Und Ihr Mann hat Sie gehasst. Martin, meint ihr? Ist der jetzt auch schon zu böse? Ja. Und was? Ich weiß nicht von wem. Und der Ausruf in der Garage soll sie wohl mit Dörfern erkennt war sie. Das muss man ihr lassen. Verrückt war sie, keine Kinder bekam sie. Ihr Mann hat Sie gehasst. Ja, es war für Sie die beste Lösung. Was? Martin, geborene Dörner, das kennst du das? Ach, verrückt war sie, keine Kinder bekam. Ist der jetzt auch schon wieder viele Jahre tot? Ja, hier, Martin. Können Sie mich bitte mit meiner Sekretärin verbinden? Ja, danke. Ja, ich bin's. Pass auf, bist du allein? Ja, stell dir vor, was passiert ist. Ja, tot in der Garage aufgefunden. Ich komme gerade von der Polizei. Ja. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Vielen Dank, das genügt. Ja, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Wieso? Wir waren doch verabredet. Wanninger ist mein Name. Hallo, Herr Wachtmeister. Haben Sie das Gespräch mitgeschnitten? Gut, danke. Ein Mordsbastler sind Sie, das muss man schon sagen. Sehen Sie? Den Mechanismus da, den habe ich schon durchschaut. Und das Tonband mit der automatischen Rückspulung, das ist wahrscheinlich hier irgendwo im Boden eingebaut. Tja. Nur die Funkapparatur, die dem komischen Vogel da die Ein- und Ausschaltkommandos gibt, die habe ich leider nicht entdeckt. Und alles selber gebastelt. Tja, von Ihnen, da könnte man doch was lernen. Nur, wenn man an Ihre Frau denkt, dann war es natürlich nicht sehr charmant. Warten Sie mal, wer da ist. Na, Herr Inspektor? Na, schauen Sie, Herr Martin, Ihre Frau. Zum Mord ist es nicht gekommen, aber ein Mordversuch. Können wir jetzt gehen? Hm. Fröschel, ja. Okay, begleiten Sie den Herrn Direktor, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Gehen wir. Ja, und Sie, gnädige Frau, Sie müssen erst einmal ein paar Wochen in Erholung. Das Jenseits ist leider viel stummer, als man denkt. Meistens sind es nur die Leute, die reden. Also ich muss sagen, das geht zu weit. Ein Beamter, der einen Auftrag nicht ausführt, gehört streng gerügt, Herr Direktor. Lieber Wanninger, meinen herzlichen Glückwunsch zum Empfang. Danke auch schön, Herr Direktor. Man tut halt, was man kann, gell. Leichter hätte ich es allerdings, wenn ich meine Fälle nicht stibitzen müsste, wie ein naschhaftes Kind. Ich habe Sie schon verstanden, Wanninger. Aber ich muss Ihnen bei der Gelegenheit auch eine kleine Rüge erteilen. Der Herr Steiner hat Ihnen einen Auftrag gegeben und Sie haben sich überhaupt nicht darum gekümmert. Bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Direktor. Aber Herr Steiner, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, kaufen Sie doch einmal Blumen bei der Adresse und der Fall ist gelöst. Wieso? Ja, schauen Sie, die Tulpen da, die habe ich auch dort gekauft.
Wieso haben die rote Stiele? Ja, eben. Sehen Sie, Herr Steiner, so einfach ist die Geschichte.